Hallo Sebastian. Brauchst du nicht. Ja, 600 Grad. Weiß ich nicht. Boom. Ganz wichtig, ganz wichtig. Nee. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Wärmebildkameras. Und zwar aus einem ganz eigennützigen Grund. Das ist meine Wärmebildkamera. Die kam ganz neu raus und ich wollte wissen, ob die besser ist. Und soll ich euch sagen? Es gibt manchmal genau folgende Situationen. Du hast etwas, bist damit vollkommen zufrieden und denkst, da gibt's doch schon wieder was Neues. Brauchst du nicht. Völliger Quatsch. Guckst du es dir an und sagst, normalerweise würde ich das jetzt gern wegschmeißen. Die hier ist viel besser. Natürlich ist die jetzt nicht schlecht und wegschmeißen wir jetzt schlecht bei dem Preis. Aber die neue Wärmebildkamera von Bosch, die GTC 600, ist definitiv einen Blick wert. Das werden wir uns heute mal anschauen. Auch was der Unterschied ist, was an dem Gerät wirklich fantastisch ist. Und wir müssen auch über den Preis reden. Wir haben hier also die neue Bosch GTC 600 Wärmebildkamera. Und ich muss sagen, ich habe es in die Hand genommen und im ersten Blick habe ich den Unterschied gar nicht erkannt. Ich habe gedacht, naja, was ist denn daran jetzt eigentlich neu? Weil meine alte Kamera hat mich wirklich begeistert. Ich habe die wirklich sehr häufig benutzt und das ist das bei mir am meisten ausgeliehene Werkzeug, was ich habe. Neben meinem Detektor für Metall in der Wand. Das wird auch andauernd ausgeliehen. Aber sehr viele wollen sich das Gerät gerade auch im privaten Umfeld immer wieder ausleihen, um zu schauen, haben sie Kältebrücken, Wärmebrücken und so weiter und so fort. Funktioniert alles so, wie es sein soll? Denn was macht so eine Wärmebildkamera eigentlich? Es ist so, was ist die Funktionsweise? Wir haben hier einen Sensor, der die Unterschiede, der Wärmeunterschiede detektiert. Ich mache es mal ganz einfach. Ja? Und das ist genau alles, was er hier macht und macht davon ein Bild. Und dieses Bild entsprechend interpretiert er und zeigt uns und zeigt sehr klar die Wärmeunterschiede in bestimmten Bereichen. Oder Kälteunterschiede? Gute Frage. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Jedenfalls ist es so, dass er genau das macht. Und so ein Gerät wie das hier macht aber nicht nur das, sondern macht noch so viel mehr. Nämlich, das ganz Verrückte, was wir hier haben, ist, dass wir hier an der Stelle, haben wir hier den eigentlichen Sensor, hier unten. Hier oben haben wir aber eine Kamera. Und aufgrund dessen ist es so, wenn ihr euch jetzt hier mal das Bild anschaut, dass wir hier ein Wärmebild gemacht haben, und zwar hier hinten von unserer Fensterfront. Und da übrigens von unserer Leuchte. Und was wir machen können, ist Folgendes. Wir haben hier eigentlich jetzt nur dieses Wärmebild, aber wir können auch so machen. Und dann seht ihr hier, leicht verschwommen dahinter ist ein Foto. Und hier seht ihr es noch etwas deutlicher. Hier ist wirklich ein Foto dahinter. Und man kann wirklich sehen, dass gleichzeitig zwei Dinge gemacht werden. Es wird immer ein Foto aufgenommen und ein Wärmebild aufgenommen. Und verrückt ist Folgendes. Und zwar, hier könnt ihr es nochmal sehen. Und übrigens, was ihr auch machen könnt, ihr könnt hier die verschiedenen Farbprofile euch noch hier anzeigen lassen. Ja? Je nachdem, was für euren Anwendungsfall eben entsprechend am besten ist. Gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, je nachdem, was für euch am besten ist, muss man sich auch ein bisschen durchprobieren. Und es gibt halt auch für verschiedene Anwendungsszenarien wirklich die Möglichkeit, genau das auszusuchen. Und das Verrückte an der ganzen Sache hier ist Folgendes. Du hast eben in der Mitte gesehen, hier stand 26, hier steht es nochmal, 26 Grad haben wir an genau der Stelle. Aber das hier ist nicht einfach ein Gerät, mit dem du genau diesen einen Punkt hier anschauen kannst. Nämlich der Unterschied zwischen den beiden ist Folgendes. Das ist die GTC 400, die GTC 600. Der erste Unterschied, den die beiden haben, ist der Temperaturmessbereich. Wir haben hier einen Temperaturmessbereich von minus 10 bis 400 Grad. Bei der neuen, bei der 600er, haben wir einen Temperaturmessbereich von minus 20 bis 600 Grad. Wir haben also 200 Grad mehr hier an der Stelle. Und das ist ja erstmal schon mal gut, oder vielleicht sagst du, na, 600 Grad, weiß ich nicht. Brauche ich das so oft? Brauche ich so oft unter 10 Grad? Muss man sich überlegen. Aber gerade im Winter ist es so, unter 10 Grad kann durchaus schon sinnvoll sein. Für diejenigen, die in der Industrie unterwegs sind, ist 600 Grad natürlich schon etwas, was sehr interessant ist. Aber der Hauptunterschied zwischen den beiden ist Folgendes. Mir ist sie ausgegangen. Wir haben natürlich ein Standby. Nach einer gewissen Zeit geht das Ganze aus. Und zwar ist es hier so, dass der Unterschied zwischen den beiden ist der Sensor. Ihr seht das auch hier.
Die sind verschieden tief. Wir haben hier ein wesentlich weniger tiefes Gerät als beim neuen. Und beim neuen ist es so, jetzt können wir mal hier von unserem Kameramann ein Foto machen. So. Und so sieht das Ganze dann entsprechend als Wärmebild aus. Ganz verrückt, ja. Der Unterschied ist, wir haben einen neuen Sensor und wir haben hier eine völlig andere Auflösung. Das heißt also, das Wärmebild ist viel, viel, viel detaillierter aufgelöst. Wir haben hier eine Auflösung von 19.000 Pixeln. Wir haben hier eine Auflösung von 49.000 Pixeln. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und man sieht dort viel mehr Details auch mit dieser Kamera. Und das ist enorm interessant für denjenigen, der, ich mach's mal anders. Ich zeige euch das einfach mal. Wir nehmen jetzt mal die 400er und nehmen jetzt hier mal ein Bild auf. Und jetzt nehmen wir die 600er und nehmen damit jetzt mal ein Bild auf. Und ihr seht hier einen massiven Unterschied in den Details. Ich habe jetzt hier dieselbe Darstellung bei beiden eingestellt. Aber schaut mal hier, geht mal ganz dicht ran hier. Geht mal ganz, ganz dicht ran, so weit wie es geht. Schau mal hier, wie das hier aussieht. Und jetzt gucken wir mal hier, wie das hier aussieht. Wir haben hier eine viel bessere Auflösung, eine viel bessere räumliche Auflösung. Man sieht zum Beispiel diesen Steg hier zwischen den beiden Fenstern, kann man richtig gut sehen im Vergleich hier zum anderen, wo man den Steg kaum sehen kann. Das ist aus genau derselben Entfernung auch aufgenommen. Genauso, wie man hier die Rohre zum Beispiel hier oben lang geht, hier ganz klar sehen kann, hier sind sie viel verschwommener. Und dadurch habt ihr natürlich ein viel besseres oder ein noch höher aufgelöstes Bild. Jetzt könntest du sagen, wozu ist das eigentlich gut? Dann gehe ich halt dichter ran. Naja, manchmal ist das erstens nicht möglich, weil es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du in einem Schaltschrank bist. Du hast jetzt einen Schaltschrank als Elektriker und möchtest sehen, ob du in diesem Schaltschrank ein Wärmeproblem hast, mal als Beispiel. Da kannst du jetzt mit der Kamera auch nicht beliebig dicht rangehen. Irgendwann macht das auch keinen Sinn mehr. Dadurch, dass du hier eine höhere Auflösung hast, kannst du teilweise die einzelnen Drähte erkennen und erkennst, wo genau hier was passiert und wo genau hier auch kleinere Dinge entsprechend zu warm werden. Also als Beispiel oder ähnliche Situationen, wo du auf kleinerem Raum etwas herausbekommen möchtest. Eine andere Frage ist, auf einem großen Raum, das heißt, du möchtest zum Beispiel ein ganzes Gebäude aufnehmen. Du hast zum Beispiel ein Einfamilienhaus, gehst vor das Haus und machst dir dann so dein Bild. Dann ist es so, dass du ja nicht, du kannst natürlich dichter rangehen, aber auf der Entfernung wirst du gucken und überlegst erstmal, wo ist hier ein Problem? Mit der Kamera hier ist es so, dass du natürlich eine feinere Auflösung hast und auch kleinere Probleme sehr viel schneller erkannt werden. Wenn du zum Beispiel ein, weiß ich nicht, 2 Euro großes Wärmeproblem hast, irgendwo in deiner Fassade, dann wirst du das hiermit wesentlich eher detektieren als mit dem. Mit dem musst du etwas mehr suchen, würde ich jetzt mal sagen, und eher genauer nochmal gucken, ob irgendwas ist. Wenn wir jetzt einfach von einem Klassiker ausgehen, von einem Fenstersturz oder von einem Rollladen, der irgendwo schlecht oszilliert ist, das können natürlich beide, das ist überhaupt kein Problem. Und ich möchte den hier in keiner Art und Weise schlecht machen, weil der macht richtig Spaß und ich benutze das Gerät wirklich, wirklich gerne. Und manchmal auch aus Spaß, muss ich sagen. Zum Beispiel, wie warm ist jetzt mein Motorblock oder meine Bremsscheibe? Schaut mal, hier kann man sehen, wie warm die Lenkradheizung wird. Hier sehen wir zum Beispiel auch, wie warm die Sitzheizung wird und ob sie auch funktioniert. Oder wie ist der Ofen auch wirklich so warm, wie er anzeigt? Also damit kann man schon eine Menge interessanter Sachen einfach so sich mal anschauen. Aber eben auch haben wir Wärmebrücken, ist irgendwo ein Problem jetzt gerade in der Übergangszeit oder im Winter, dass sich dann kein Schimmel bildet. Und hier bei der 600er ist es so, dass wir einfach hier durch die andere Auflösung und durch das mehr an Informationen da schon einiges mehr Spaß haben. Es gab aber noch einige andere Sachen, die hier neu sind, die ich euch sagen möchte. Aber bevor wir das machen, lasst uns mal ganz kurz über den Preis sprechen. Wir haben leider hier sehr hochpreisige Geräte, denn der Sensor, der hier drin ist an sich, also der Sensor selbst, ist auch schon sehr hochpreisig in der Herstellung bzw. im Bezug, wie auch immer Bosch das macht. Hier ist es so, dass wir bei dem Gerät, beim 400er, beim Preis von 750 Euro sind. Das ist schon nicht so schön. Also das ist schon eine Menge Geld. Bei dem sind wir bei 1400. Habt ihr auch verstanden, oder? Was? 1400. Also wir sind hier bei 1400 Euro.
Wobei das Gerät noch relativ neu ist, ob sich der Preis, wo sich der einpendelt, weiß ich nicht genau. Schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich auch zu dem Gerät. Man muss aber einfach sagen, das ist kein Gerät, was sich jeder jetzt zu Hause hinstellt. Ich möchte aber, dass du weißt, dass es sowas gibt. Denn bei dem Gerät ist es so, dass das natürlich ganz klar eher an die Profis gerichtet ist. Das ist ein Gerät, was die meisten, die sich das kaufen, das werden zum Beispiel Architekten sein, Elektriker sein, Gas-, Wasser-, Installateure oder. Wenn man in der Heizung sich anschauen möchte, da gibt es jede Menge Möglichkeiten oder jemand, der Bauüberwachung macht oder. Für das ist das ein Gerät und er wird mit diesem Gerät noch mehr Spaß haben als mit dem Gerät. Weil am Ende des Tages kostet das meinetwegen doppelt so viel oder nicht ganz doppelt so viel, aber kostet eine ganze Menge Geld. Aber das mehr, was man hier rausbekommt, ist es aus meiner Sicht sogar wirklich wert. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich interessant finde. Nummer eins, eine ganz simple Sache, aber das Erste, was mich hier dran begeistert hat, ist diese Klappe. Nämlich bei der GTC 400 ist es so, dass wir hier so eine Plastikklappe haben und die hält hier immer nicht so richtig. Das ist, ich finde das, ist nicht so optimal gelöst. Ja, dann steht die immer so ein bisschen auf und ja, hier passiert nicht so richtig was. Man kann die oben festmachen. Bei der hier ist es so, dass das hier unten, hier sind Magneten drin. Da ist ein Magnet und da unten und das. Ja, das hält fest. Und letztendlich ist der Sensor das empfindlichste Teil einer ganzen Sache. Und man kann es hier oben auch wunderschön festklipsen. Woran hier auch gearbeitet wurde, das Ganze ist Spritzwasser geschützt, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde auf der Baustelle. Und ich habe es selbst nicht gemacht, weil ganz ehrlich, ich traue es mich nicht. Aber laut Bosch-Webseite haben sie den auch von 2 Meter Höhe fallen lassen und er hat es überlebt. Sie haben also wirklich zahlreiche Falltests gemacht und man merkt auch hier, die Gummierung ist auch etwas weicher hier auch als bei dem und ihr habt hier auch wesentlich weniger Gummierung an dem Gerät als an dem. Da haben sie also nochmal dran gearbeitet. Finde ich gut, ist eine schöne Sache. Und dann gibt es noch eine interessante Funktion und zwar, wobei, kommt mal her. Ich habe jetzt hier ein Bild gemacht, das Ganze kann ich abspeichern, hier über diese Funktion. Ich glaube, ich habe es zweimal gespeichert, aber übrigens passen hier mehrere hundert Fotos drauf. Und jetzt ist es so, wir haben was Neues und zwar dort haben wir ein Mikrofonsymbol und hier an der Seite haben wir ein Lautsprechersymbol. Denn ich kann Folgendes machen, ich kann hier reingehen, so, habe hier mein Foto und jetzt kann ich hier ein Sprachmemo aufnehmen. Und zwar kann ich Folgendes machen, ich kann hier auf die Taste drücken und nehme ein Memo auf und zwar jetzt so. Hallo Sebastian, das ist ein wunderschönes Foto und guck mal, oben links, da ist unsere Leuchte. So, jetzt habe ich das Ganze gespeichert und ich kann das natürlich auch noch wieder abrufen, indem ich hier nochmal drauf drücke. Hallo Sebastian, das ist ein wunderschönes Foto und guck mal, oben links, da ist unsere Leuchte. Genau, auf die Art und Weise ist es natürlich für dich wesentlich leichter, wenn du damit... Wenn du jetzt viele Fotos machst, um nochmal klar festzulegen, wo ist denn jetzt eigentlich was? Was habe ich denn jetzt hier aufgenommen? Natürlich ist es so, dass wir hier auch jeweils unten drunter noch ein Foto haben. Und da muss ich, ganz wichtig. Es gibt noch eine Sache, da bin ich, habe meinen Kopf zugemacht. Boom! Weil das wusste ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mit dem Gerät hier jahrelang gearbeitet, habe aber die Übertragungs-App nie benutzt oder die Übertragungssoftware, die man auf dem Computer hat. Denn natürlich kannst du das, was ich hier mache, du kannst also meinetwegen deinen Stift irgendwo hinschicken und er macht sehr viele Fotos. Du sagst ihm vorher, was du haben möchtest, wovon soll er entsprechende Wärmebilder machen. Dann geht er rum, macht diese Bilder. Dann ist es so, dass von jedem Bild kann er sagen, ich habe das, was war das am Tor, das war das meinetwegen in der Küche oder was, wo auch immer, wo man immer diese Fotos macht. Und kann hier jeweils noch eine Sprachnachricht hinterlegen. Wenn du dann Folgendes machst und möchtest das Ganze jetzt hier dir später anschauen, musst du das nicht hier machen. Nee, das kannst du auf dem Computer machen. Und zwar ist es so, dass du die Daten von hier auf dem Computer übertragen kannst. Wenn du das machst, dann bekommst du jedes Mal 3 Informationen. Nummer 1, du bekommst ein Foto, nämlich wirklich das Foto, was aufgenommen wurde. Nicht das Wärmebild, sondern du bekommst ein Foto. Nummer 2, du bekommst das Wärmebild. In dem Fall mit über 49.000 Pixeln. Und du bekommst zu jedem einzelnen Pixel die Möglichkeit, dir die Temperatur anzeigen zu lassen. Das heißt, wir haben ja vorhin gesehen, hier in der Mitte ist irgendwo 26 Grad. Völlig egal.
Das ist ja nur dafür da, um das für dich jetzt an dem Punkt jetzt mal darzustellen. Nein, auf dem Computer kannst du dir jeden einzelnen dieser 49.000 Pixel nochmal angucken. Und Nummer drei, da bekommen wir auch noch die Sprachnachricht, die dazu abgelegt ist. Sodass du dann unwahrscheinlich gute Möglichkeiten hast, diese Bilder auch nochmal auszuwerten. Vor allem auch im Nachhinein. Das heißt, du kannst nicht sagen, jetzt habe ich versehentlich das Fadenkreuz jetzt dahin gelegt und das war irgendwie nicht gut. Nein. Du kannst es entsprechend gut dann auch hinterher nochmal auswerten. Genauso wie du es jetzt hier auch machen kannst, ich zeige dir das nochmal, was ich halt vorhin schon mal gezeigt habe, dass du dann hier an der Stelle auch, das kannst du auch auf dem Computer machen, dir diese Farbprofile auch im Nachhinein drauflegen kannst. Weil das ist nur eine Interpretation der entsprechenden Daten. Übrigens, dieses Farbprofil, ja, wenn wir uns jetzt mal das hier angucken, mal das hier zum Beispiel. Jetzt könnte man sagen, ja, wo ist es denn jetzt am wärmsten und haben wir jetzt hier irgendwo ein Problem? Und wir haben jetzt das Glück, dass die Lampe relativ hell ist, aber in der Ansicht sehen wir schon wesentlich deutlicher, wo genau das Problem ist oder der Hitzepunkt. Und hier sehen wir das auch nochmal auf eine andere Art und Weise, je nachdem, was für deine Anwendung am besten ist. Ja, das ist eine schöne Sache. Und man kann mit diesen Geräten unwahrscheinlich viel noch machen, unwahrscheinlich viel einstellen und so weiter und so fort. Aber wollt ihr das wissen? Soll ich dazu nochmal ein weiteres Video machen? Soll ich nochmal tiefer reinschauen? Soll ich nochmal sonst einen Markenvergleich machen? Ist das für euch interessant? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Ihr seht jetzt hier, wir haben keine erhöhte Temperatur, alles etwa gleich. Wir starten bei rund 26 Grad an der Stelle, aber auch hier ist es sogar eher kälter als wärmer. Wir messen jetzt hier mal so ein bisschen in den Motor rein. Und hier haben wir eine Temperatur von so 40, 50 Grad. Jetzt wird es aber hier interessanter. Schaut mal hier. Und jetzt, schaut mal. Ihr seht übrigens, es wird immer justiert. Und zwar so das Ganze justiert, dass immer der hellste Punkt am obersten Spektrum ist. Und dann schaut mal hier. So sieht's hier aus. Und wir haben hier 72 Grad. Gucken wir mal hier auch rein. Ja, 75 Grad. Das heißt, wir haben es wirklich geschafft, hier dieses Stück fast zum Glühen zu bekommen. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Schaut euch das mal an. Also hier der Rand 71 Grad, hier der andere Bereich 75 Grad. Das ist wirklich Wahnsinn, ja, wie schnell das auch geht. Und ihr habt gesehen, das waren nur 1-2 Minuten Schrauben damit. Und ich sag mal so, anfassen möchte ich den jetzt nicht. Noch ein Hinweis, wir haben jetzt wieder hier unseren Schlagschrauber und ich lasse mir jetzt mal eine andere Methode anzeigen lassen. Und zwar lasse ich mir jetzt den heißesten Punkt, den er findet, und den kältesten Punkt dazu anzeigen. Und zwar nicht nur in der Mitte, weil ich das ganz hilfreich finde. Dann, wenn ich in die Nähe gehe, dann zeigt er mir an, ja, hier so 36,3 Grad findet er als heißesten Punkt und als kältesten Punkt irgendwas hier hinten mit 22 Grad, ja, die wir hier haben. Das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, wenn wir uns jetzt hier das anschauen, dann sehen wir, wo ist es denn wirklich am wärmsten. Ich muss selbst nicht suchen, ja, weil sonst könnte man sagen, ja, ist es der Punkt oder der. Das macht er schon selbstständig und zeigt uns hier 36,6 Grad, haben wir jetzt gerade hier. Und übrigens ist es schon fast eine halbe Stunde her, dass wir den Test gemacht haben. Ich habe mich rein aus Interesse wirklich relativ stark in das Gerät eingenördet und könnte euch noch eine Stunde was dazu erzählen. Es gibt ja zum Beispiel auch Reflexionen auf Metall oder auf Glas. Auch dafür kannst du das Gerät justieren. Und noch so viele andere Dinge, die du hier mit einstellen, machen und tun kannst. Schreib ruhig mal unten in die Kommentare, wenn du noch Fragen hast, wenn es was Spezielles ist, dann beantworte ich es gerne in den Kommentaren. Ansonsten, wenn es zu viele Kommentare sind, mache ich auch gerne noch ein weiteres Video, weil, ganz ehrlich, es wäre schon schön, wenn er noch ein bisschen länger hier bleibt, weil ich hätte den schon ganz gern. Ja? Und ich muss zugeben, ich denke, viele von euch werden jetzt genau dasselbe Phänomen haben. Eigentlich hätte ich ihn ja schon ganz gern. Denn wisst ihr, was interessant ist? Ist Folgendes, den hier, den 400er, wenn man auf Instagram guckt, und übrigens, ich folgt uns doch gerne auf Instagram. Hier unten blenden wir das irgendwo ein. Wenn man auf Instagram sieht und diese sehr gut ausgestatteten Werkzeuge von in der Regel Privatleuten, haben unwahrscheinlich viele genau den hier hängen. Finde ich super, super interessant, wie viele sich so ein Gerät dann leisten und damit dann sehr genau schauen können, wo haben wir gegebenenfalls Wärme- oder Kälteprobleme.
Ich finde es jedenfalls sehr interessant, jedes Mal, wenn ich mir denke, eigentlich kann ich mir ein Gerät fast nicht mehr besser vorstellen oder es macht genau das, was ich will, dass sich dann irgendein Techniker oder Ingenieur denkt, das geht noch besser. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das dann sehe und dann ausprobieren darf hier für euch, wenn ich noch mehr und wenn ihr noch andere Ideen übrigens habt, was ich mal ausprobieren soll, noch spezielle Geräte, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und jetzt ran an das Wärmebild und bis zum nächsten Mal.